Hier eine Frage ohne vorgegebene Antwort. Wie viel beträgt der Quotient durch 75 der größtmöglichen durch 75 teilbaren Zahl der Form ABCBA? Eine natürliche Zahl n ist teilbar durch 75, dann und genau dann, wenn sie teilbar durch 3 und gleichzeitig teilbar durch 25 ist, denn 3 mal 25, das ergibt 75. Jetzt werden wir diese größtmögliche Zahl bestimmen. Diese Zahl muss teilbar durch 25 sein und deshalb können Zehner und Einerziffer nur 7 und 5 sein oder 2 und 5 oder 0 und 0. Beginnen wir mit dieser oberen Zahl. In der Mitte setzen wir jetzt eine Ziffer, die so groß wie möglich ist und die so ist, dass diese gesamte Zahl teilbar durch 3 ist. Das bedeutet, dass ihre Quersumme teilbar durch 3 ist. Also schauen wir, welche Ziffer in Frage kommt, beginnend mit der größten. Wenn wir hier diese 9 einsetzen, so erhalten wir diese Zahl. Und diese Zahl hat als Quersumme 33. 33 ist teilbar durch 3, die Zahl selbst also auch. Also ganz egal, welche Ziffer wir hier finden, diese erhaltene Zahl wird sowieso streng kleiner sein als die da. Genau dasselbe bei der dritten Möglichkeit. Die größtmögliche fünfstellige gesuchte Zahl ist also diese, 57.975. Und diese Zahl geteilt durch 75, das ergibt 773. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 773. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.